Hallo Leute, herzlich willkommen zurück beim weiteren Test von Primal Carnage Extinction. Diesmal nehmen wir den Dilophosaurus. Das ist der wunderschöne Dilophosaurus. Herrlich, oder? Ist auch gar nicht mehr so schlecht anzusehen. Wir können mit ihm halt springen. Ganz normal zuschnappen und wie man es halt auch kennt, von so einem Dilopho spucken. Die kann man die Augen verätzen von den Dingern. Mal ganz schnell weg. Wir haben nämlich keine Chance. Tja, weil der da hinten uns nicht gerettet hat. Ja, los, kommt schon. Wie ihr ja wisst, wie es auch im Titel steht, Noob. Noob Gameplay. Denn, auch mit den Dilophosaurus bin ich einfach nur ein richtig, richtig mieser Spieler. So, komm her. Hey, was war das denn jetzt schon wieder? Was war das denn gerade? Verstehe ich gerade schon wieder nicht, was das jetzt gerade war. Naja, egal. Fressen wir einfach mal eine Runde. Und gucken, wie wir den nächsten Opfer finden. Es gibt natürlich dann auch noch von den Spuckern, sag ich jetzt mal, noch den Kryo irgendwas. Und der spuckt halt nur grünes Zeug. Statt lilanes. Ich glaube, man muss immer ein bisschen höher ziehen, dass er auch wirklich... Ah ja, Volo, ich werde wieder gebalanced, war ja klar. Ja, Volo, sehe ich gar nicht ein. So. Okay, und weiter geht's. Hab einfach nur gewartet, wie du bis der Balance vorbei, bis ich wieder switchen könnte. Ich hoffe, ich werde nicht wieder rüber geswitcht. Oh, wir haben noch gar keinen Kill gemacht. Diese 5 Mal schon mal 19 Assists. Okay. Wie soll das gehen? Die Runde geht doch noch gar nicht so lange. So, wo sind denn jetzt hier auf einmal die ganzen Menschen hin? Da läuft einer. So, es ist auch noch... Also der Dilophosaurus, bzw. der Kyrosaurus, wie die heißen. Danke. Oh, er kriegt sich gebacken. Er hat sich gebacken gekriegt. Jawollo. Das ist, glaube ich, so eine Klasse, die so gut wie nie gespielt wird. Ja, ja, da wollen wir schon mal eingenetzt. Dankeschön. Das sind so Klassen, die wirklich... Nie oh, mein erster Kill. Die sowas von nie gespielt werden. Also ich habe ganz selten mal welche hier gesehen. Und ist auch gar nicht so schlimm. Die Klasse ist auch einfach nur Kacke. So, mein Assist geholt. Welche Opa-Punkte kriegen, also. Wenn ich es nicht anders die Backen kriege. Was? Oh, und da schnappt der Akku. Was ich jetzt sehr schade finde, ich meine, man muss, glaube ich, ungemein schnell sein, um überhaupt eine Tyrant-Klasse zu bekommen. Oh ja, wir haben getroffen. Jawollo, da haben wir ihn auch getötet. Kommt auch viel zu selten vor. Hoppala. So, mal einen Rundumblick gleich mal beschaffen. Von den... Ah, hier. Okay, er ist schon tot. Macht nix. Weiter geht's. Na los, wo ist er? Achso, brüllen.
Ich brülle hier gerade, Telefon geklingelt, also da hier so, so eine Wählscheibe oder so. Was das Brüllen verursacht, ist, ich glaube, ich Orten, wo Menschen sind, glaube ich. Bin mir da jetzt nicht so sicher. Kann mich auch gerne täuschen. Oh, wir haben nochmal eingetroffen. Assist haben wir immer bekommen. Ah, jawollo. Ja, ja, wir sind genau reingelaufen in die Falle. Er kommt, haut uns um. Nicht so schlimm. Damit verabschiede ich mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, belohnt mich doch mit einem Daumen nach oben und schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis dahin, macht's gut.